So, wir befinden uns hier bei uns am Haus in Ungarn. Das hatte ich euch letztens schon in einem Hausupdate gezeigt, dass unser Haus, wie weit das ist mit der Renovierung. Hallo Bernd. Und habe euch erzählt, dass wir jetzt während unserem Aufenthalt hier in Ungarn noch ein bisschen weitermachen. Und ich wollte euch zeigen, was passiert ist. Es ist wieder nicht so viel wie geplant, weil wir ein bisschen früher abreisen müssen. Das erzähle ich euch aber im nächsten Video, warum wir Ungarn ungeplant, oder was heißt ungeplant, aber halt vorher verlassen, als wir es ursprünglich gedacht haben. So, dann könnt ihr nochmal hier die Terrasse sehen. Und dann gehen wir mal rein. Der Bernd hat heute hier am Haus geholfen. Also, es sieht immer noch wüst aus. Man kann immer noch nicht hier drin wohnen, also könnte man schon, aber macht keinen Spaß. Und zwar haben die heute hier im Badezimmer oder im zukünftigen Badezimmer, hier kommt ja später die Badewanne hin, so, haben die hier die Wand gemacht. Die hier später, ich zeige das gleich von der anderen Seite. Und das hier, hier kommt ja so eine Badewanne mit Übergröße rein. So, die passt dann hier rein. Das war früher alles Speisekammer hier. Wir haben das halt so gemacht, dass wir das Badezimmer hier vergrößert haben, damit wir noch ein kleines Fenster wenigstens im Badezimmer haben, weil wir gerne ein Badezimmerfenster haben wollten. Hier sind schon die Anschlüsse für die Badewanne später. So, hier, ja, unschwer zu erkennen, kommt das Klo hin. Das Waschbecken kommt dann dahin und hier kommt eine ebenerdige Dusche hin. Mit viel Fantasie kann man sich das vorstellen. So, das hier wird unser Flur irgendwann. So, dann gehen wir in die Küche. So. Und hier war früher die Speisekammer. Hier war nur eine kleine Tür, die wurde vergrößert. Da wurde ein Sturz oben drüber gemacht. Und ja, halt größer gemacht die Tür, weil das ist jetzt halt immer noch die Speisekammer. Jetzt hat sie allerdings kein Fenster mehr, was ja nicht schlimm ist. Aber da wir ja hier alle Heizungsschläuche im Boden in allen Zimmern verteilt haben, das seht ihr, es war überall Fliesen vorher hier und es wurde alles aufgerissen und in jedem Raum wurden die Heizungsrohre verlegt. Und jetzt haben wir halt überall hier diese Pinöppel in der Wand. Da kommen später die Heizkörper dran. Und hier laufen die alle zusammen unter der Folie und dann kommt hier später die Therme hin. Da haben wir jetzt schon den Antrag für Gas gestellt, dass das Gas bei uns von der Straße zum Haus gelegt wird. Das ja, haben wir hier in Ungarn bei E.ON gemacht und das ist jetzt noch kostenfrei. Deswegen haben wir das ganz schnell gemacht, bevor die sich das anders überlegen und wir dafür bezahlen müssen. Ja, und hier könnt ihr sehen, hier kam man vorher ins Badezimmer rein. Die Tür haben wir zugemacht. Da kommt ja dann die Dusche hin von der anderen Seite. Ja, und da ist halt die Speisekammer. Und hier kommt später die Küchenhexe hin, die wir dann halt im Winter auch nutzen möchten, um zu kochen. Hier sieht man nochmal den Durchbruch, der gemacht wurde. Und jetzt gehen wir hoch zur Decke. Denn hier wurde heute auch was gemacht. Die ist natürlich noch nicht fertig. Aber die haben hier diese ganzen Latten heute zugeschnitten und eingearbeitet schon mal, dass das auch weitergeht. Weil ja die Decke, die kam ja so runter. Die hat sich so gebogen. Das sieht man auch noch ein bisschen. Und deswegen haben wir vom Dachdecker die Balken einarbeiten lassen. Ich gehe mal hier ins Esszimmer, dann sieht man das, glaube ich, ein bisschen besser. Also die Balken einarbeiten lassen und jetzt wird halt mit Gipskarton wird das so ein bisschen abgehangen. Dann hat die erstmal wieder Halt, die Decke, und ja, wir finden das total schön, dass man die Balken so sieht. Und wir haben jetzt halt Spots bestellt, die werden auch eingearbeitet hier im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Dann haben wir auch Licht hier wieder. So, und das war es soweit, was heute passiert ist. Dann zeige ich euch nochmal das zukünftige Wohnzimmer.
So, da kommt auch später ein Ofen hin. Da war auch einer dran, den haben wir aber leider entsorgen müssen. Der war nicht mehr intakt. Ach so, was ich euch, glaube ich, auch noch nicht erzählt habe, ist, dass überall an den Fenstern neue Stürze eingebaut wurden. So, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Das ist das Schlafzimmer später. Und es wurde in dem letzten Haus-Update-Video in den Kommentaren geschrieben, dass wir ja halt zu wenig Platz haben. Ich bin ja schwanger und Kinderplanung und so ist noch nicht abgeschlossen. Dann zeige ich euch das. Also ich gehe jetzt nicht hoch, aber hier geht es hoch zum Dachboden. Das sieht jetzt schrecklich aus, ich weiß. Aber der Plan ist halt, dass wir den ausbauen da oben. Und dann können da oben auch 2, 3 Kinderzimmer können da auf jeden Fall entstehen. Und somit haben wir dann später hier Platz, dass hier das Elternschlafzimmer wird. Dafür haben wir auch hier schon jetzt die Stromleitung legen lassen. Hier, dass quasi das Bett hier hinkommt und rechts und links sind Steckdosen. Und in der Mitte haben wir extra einen Lichtschalter gemacht, dass wenn man im Bett liegt, muss man nicht mehr aufstehen. Und wenn wir dann hier liegen, können wir hier Fernsehen schauen. Da hatten wir ja erst hier unten die ganzen Steckdosen gemacht und dann ist uns eingefallen, nee, wir werden den Fernseher wahrscheinlich an der Wand hängen, deswegen dann da oben. Also wird das später unser Schlafzimmer. Erstmal wird das für Calvino hier und mit dem Baby gehen wir dann erstmal hier, machen hier ein Schlafzimmer raus, weil wir hier kein Wohnzimmer brauchen, weil wir sind ja hier im Urlaub, meistens nicht im tiefsten Winter. Und deswegen brauchen wir kein Wohnzimmer, weil wir haben hier ein großes Esszimmer und eine große Terrasse, wo wir drauf sitzen würden und Zeit verbringen würden mit Besuch und alles. Deswegen ja, verzichten wir erstmal aufs Wohnzimmer, bis der Dachboden fertig ausgebaut ist. Und nehmen das hier als Schlafzimmer erstmal fürs Baby und für uns. Und wie gesagt, Calvino kommt hier hin. Und später, wenn oben fertig ist, wird das unser Schlafzimmer und das das Wohnzimmer. So, dann hoffe ich, dass das jetzt geklärt ist. Ja, dann haben wir ein Nest. Das habe ich euch ja auch im letzten Update gezeigt. Da oben ist ein Nest und da hinten auch. Das zeige ich euch auch nochmal. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, das hier hinten. Ich gehe nicht so nah dran, weil ich glaube, da sind auch Vögelchen drin. Sieht man nicht, ne? Aber da ist jedenfalls ein Nest. Ich will jetzt nicht so nah da drüber gehen. Da sind Küken drin, hat der Bernd heute erzählt. Letztens habe ich die Mama da drin brüten sehen. Jedenfalls sind da Löcher noch neben dem Fenster. Und die bleiben so lange noch auf, bis die Küken raus sind. Und dann werden die zugemacht. Dann können die alle rausfliegen. Wollen ja hier niemanden umbringen, ne? Keine Vögel. So. Dann haben die Männer jetzt schon alles im Schuppen, glaube ich, geladen. Denn wir haben schon alles gepackt. Morgen früh oder heute Nacht geht's los nach Deutschland. Und wir lassen ja immer so viel schon hier in Ungarn. Wie das ganze Badezimmerzeug und so Handtücher, die wasche ich immer alle. Und dann kommen die alle da hinten im Schuppen. Da gehen wir jetzt mal hin. Dann zeige ich euch das. Hier ist unser Maronenbaum, Esskastanienbaum haben wir hier. Und der Rasen ist schon wieder so hoch gewachsen, der muss schon wieder gemäht werden. Bernd, wir kommen mit der Kamera. So, bitte? Nein, ich wollte nur, bevor du wieder fluchst oder so. Nein. So, ihr seht, wie es hier aussieht. So. Wie bei den Muggels nicht, aber wir lagern hier halt ziemlich viel. Hier ist die Küchenhexe, wovon ich euch gerade erzählt habe, die dann in der Küche eingebaut wird. Mal eben hier meine Gummistiefel ineinander stecken, damit da nicht die Viecher reinkommen. So. Genau. Bernd verpackt das gerade alles, weil es hier natürlich auch ordentlich staubt. Ja, und Spinnweben und so. Genau. Wir haben uns extra so Kisten geholt. Die können wir dann abwaschen.
einpacken. Ja. Haben wir noch zwei zu Hause oder so, ne? Ja. Der eine. Ja, da haben wir schon Anziehsachen, die wir dann hier lassen. Dann haben wir halt immer Platz im Auto, dass wir Sachen mitnehmen können, die hier bleiben können. So wie zum Beispiel Teller und sowas haben wir alles schon geholt und Gläser, weil wir halt auch dachten... Übermotiviert waren. Und dachten, unser Haus ist sehr viel eher fertig, aber egal. Gläser, Teller packen jetzt nicht ein, die kann man ja spülen. Ne? Ja, das wird ja auch nicht schlecht alles. Ne? Wir haben es halt schon hier. So alles. Das war ja schon so. Ja. Die Schränke waren alle hier. Den kann ich jetzt nicht einpacken. Ja, der ist auch völlig okay. Ja? Ja, der war ja immer uneingepackt hier. Dann lege ich den mal hier drauf. So. Dann war es das, glaube ich, schon. Ist der Urlaub in Ungarn wieder vorbei. Und hier hatten wir ja überlegt, dass wir das später zum Gästehaus ausbauen. Da habt ihr... Wo ist dein Dingsboard? Ah, muss ich gleich mal gucken. Ja, hat er vergessen. Ach so. Egal. Dass wir das als Gästehaus hier ausbauen und da habt ihr reges Interesse gezeigt, wenn wir das vermieten und so dann, dass ihr ja Interesse hättet, hier das Gästehaus zu mieten. Aber das würden wir halt, also ich glaube nicht, dass wir das vermieten würden. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir, bis es fertig ist, dass wir da so einen Wohnwagen... Bitte? Der war ja jetzt nicht, ne? Wenn das Auto leer ist, dann ist nicht mehr eigentlich. Müssen wir nochmal drinnen was besprechen. Ja, machen wir. Dass wir hier einen Wohnwagen... Wohnwagen ist ein Anhänger, ne? Wohnwagen ist ein Anhänger. Wohnmobil ist mobil. Ja, also einen Anhänger hier reinstellen. Ja. Dass wir da drin schlafen können. Und dann irgendwann auch Gäste, bis es als Gästehaus fertig ist, ne? Ja, in 6 Jahren. Hatten wir drüber gesprochen. Ja, Will. Wir machen einfach. Wir haben diesen Urlaub was beschlossen, aber dazu auch mehr in den nächsten kommenden Videos. In den Live-Videos, die wir erstmal nicht machen. Oder nicht? Wer weiß, nein. Das Gästeklo, ja, das kennen die. Habe ich schon mal gezeigt. Jedenfalls haben wir was beschlossen und vielleicht, ganz vielleicht, ja, sind wir schon ganz bald hier. Ganz hier. Aber dazu mehr, wie gesagt, in den nächsten Videos. Kalle! Hör mal auf damit. Macht er. Ja, da war da hin und her. Der Hund war da auch am Springen, aber er beißt nicht wieder und schreit einer. Ja, gut. Da sind noch Töpfe bei der Hühner oben drin. Ja, diese guten Emaille-Töpfe. Ich habe schon gesagt, wie wir hier den Zaun ziehen werden, alles. Die Mauer bauen. Ja, das haben wir alles. Die Selbstschussanlagen? Nein, das nicht. Den Zaun haben wir geplant, alles, diesen Aufenthalt ja, hier. Dass halt der Hund auch. Da haben wir den Zaun schon fertig. Hier laufen kann. Und nächstes Jahr das Baby halt auch. Ja, freilaufen kann. Freilaufen kann. Der Hund, Baby, Kind an morgens raus und wir können weiter schlafen. Nein, aber halt, ihr wisst, alle, die einen Hund haben, wissen das. Und wir wollen halt nicht komplett einzäunen, aber halt so, ihr wisst, hinter die Schuppen. Und vorne an der Straße und alles. Ich, aber ich weiß, man hat die nicht gesehen. Ich kenne, ich bin ja schon per Du mit 2 von 3. Vielleicht kann ich zoomen. Ich habe ein Video gemacht von denen heute, schicke ich dir. Kannst du ja vielleicht mit. Ja, dann kann ich das reinschneiden, wenn du die gefilmt hast. Das haben wir gar nicht oben, ne? Nee, möchtest du einmal mit der Kamera hochgehen? Das würde die Menschen bestimmt sehr interessieren. Nee, ist alles Duster jetzt da oben. Okay. Ja, weil halt keine Glasdachpfanne mehr ist. Gut, sollen wir uns dann jetzt eben verabschieden? Ciao. Und im nächsten Video sagen wir, warum wir früher abreisen und unsere Pläne nach Ungarn. Ja. Na? Okay. So machen wir das. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss mit Ö.